Es war ein hochklassiges, fand ich, ein auf kämpferischer Ebene ein hochklassiges Oberligaspiel in der C-Jugend, mit Chancen plus für Walddörfer, aber Teutonia hat gegengehalten und hat auch gute Konterchancen gehabt. Und wer in der 70. Minute den Ausgleich schießt und in der 65. das 0-1 kassiert, hat auch dann verdient einen Punkt gewonnen. Letztlich nicht. Wir haben gesagt, dass wir halt unser Spiel konsequent fortsetzen müssen, dass wir versuchen müssen, halt den Gegner unter Druck zu setzen, dass wir uns Torchancen rausspielen. Das ist uns dann ja etwas besser gelungen. Ja, auch dann mit dem Ergebnis, dass wir halt 1-0 in Führung gegangen sind. Und ja, schade, dass es nicht bis zum Ende gereicht hat. War es. Ich glaube, es war relativ ein sehr chancenarmes Spiel. Ja, wir hatten unsere besten Chancen durch die beiden Elfmeter. Der eine war drin, der eine nicht. Deswegen Halbzeit 0-0, zweite Halbzeit ein Tor für uns. Großartig andere Chancen kann ich weder für uns noch für Teutonia ausmachen. Ne? Und ja, deswegen das Ergebnis mit 1-1.